Zen-Unterweisung. Weil das ist eben handfeste Biografie, ist sehr interessant, sehr wertvoll. Also bald weg zum Zen, würde ich an zweiter Stelle sagen. Also waren sie auch entwickelt, der Reihe nach. Zen-Unterweisung ist eine pure Präsentation und Überlieferung der Zen-Grundsätze. In sieben Einheiten, so wie er Zen-Session praktiziert hat, in sieben Tagen. Für jeden Tag, das habe ich dann eben hier so geordnet als Lektor. Aber eben aufgrund seiner markanten Texte, die er dann in diesem Buch präsentiert, wie man Zen von allen, von Haltung, von Sinn des Zen, Bodhisattva-Haltung. Bodhisattva, das ist ein erleuchteter Wesen, vielleicht bekannt, der auf seine besondere Stellung verzichtet, um den anderen zu üben. Das ist auch, was wir von Lassalle auch erfahren haben. Er war dann im Dienste der Menschen. Nicht vor allem im Dienste der Zen. Stimmt, er hat dann eben hier im Jahr ein paar Dutzend Sessions gemacht, ja, und in der ganzen Tätigkeit in Deutschland hunderte von Sessions gemacht. Er war unermüdlich. Im Alter von fast 90 Jahren fuhr er von zwischen Schweiz, Holland, Deutschland, in Frankreich, auch in England und hier auch dann in Japan selbstverständlich. Er hat diese Kraft, wie ich schon sagte, bei Teresa von Avila oder Meister Eckhart hier, sehr entwickelt und war eben sehr engagiert, unermüdlich. Aber das, was er präsentiert hat, was nicht irgendwie ein tönige Preislied für Zen, sondern für das Menschliche. Das war sein Schwerpunkt.